Sondern wird die Welt erfahren, dass nicht Deutschland diesen Zweiten Weltkrieg wollte, sondern jene internationalen Kriegstreiber, die an Kriegen und Revolutionen in der Vergangenheit, heute und wahrscheinlich auch morgen, verdienen und davon leben und deshalb die Völker Europas einfach nicht zur Ruhe kommen lassen wollen und deshalb auch Hunderttausende und Millionen Ausländer nach Deutschland schicken, damit die Unruhe für alle Zeiten gesichert bleibt. Liebe Kameradinnen und Kameraden, ich habe hier gehört, dass einige dieses Jahr 1948 in den Mund genommen haben. Und in der Tat war das, Sie werden es wissen, eine nationaldemokratische Erhebung. Ohne, dass es damals eine NPD gegeben hat, war aber das, was dort passierte, die Demokratisierung des Volkes in langsamen Zügen, Hambacher Schloss ging voraus, 1917 Eisenach, Wartburg und all diese Dinge. Und 1848, was man Revolution nennt, das sollte der Höhepunkt sein und sollte die Veränderung überhaupt bringen der Gesellschaftsordnung. Und nur mal kurz zu Ihrer Person. Sie sind Historiker, Sie haben sich damit beschäftigt. Natürlich, seit vielen Jahrzehnten habe ich mich damit beschäftigt. Ich werde heute auch hier einen Vortrag halten. Ist das eine Organisation? Können Sie kurz das ist sagen? Ein überparteilicher Freundeskreis. Der ist 1976 von mir gegründet worden. Das ist ganz lange her, ja. Und zwar, damals nannten wir uns Friedensaktion Wiedervereinigung, weil das unser sehnlichstes Ziel war, die Vereinigung der Deutschen in einem Staat wieder. Und weil ich immer der Meinung war, damals war ich noch ganz aktiv bei der Bundeswehr, dass das Schlimmste, was uns passieren könnte in Deutschland, wenn irgendwann durch Auslösung aus Washington oder Moskau ein weiterer Krieg ausbricht und Deutsche auf Deutsche schießen müssten, das hätte leicht passieren können. Manches Mal war ich ja auch nahe dran. Und deswegen habe ich mit vielen Freunden damals einen überparteilichen Freundeskreis gegründet, der sich eben auch, das sollte der Name ja schon aussagen, sollte eine Friedensaktion sein, um die Wiedervereinigung zu erreichen. Wir wollten den Gedanken und die Forderung nach Wiedervereinigung in unserem Volke wachhalten mit unseren bescheidenen Mitteln. Aber jetzt sind Sie sagen überparteilich, aber heute werden Sie reden bei der NPD. Ich kann mit der DKP sprechen oder so, ich spreche da, wo ich eingeladen werde. Aber im Internet sieht man schon, dass Sie öfters jetzt bei der NPD auftauchen. Das ist so Ihre Heimat. Das hat damit zu tun, ich bin, man kann natürlich sagen, ich gehöre keiner Partei an, aber ich bin nationaler Demokrat. Ich habe jahrzehntelang im Rahmen der Bundeswehr Dienst gemacht und habe den Kopf auch hingehalten, habe nächtelang Dienst gemacht, wenn andere ruhig geschlafen haben. Und ich habe ja das ja nicht getan, um die Demokratie abzuschaffen, sondern um die Demokratie zu verteidigen. Und das tue ich auch heute. Und wenn die NPD jetzt verboten wird, werden Sie dann noch weiter? Ja, sicher. Ich bin ja immer völlig unabhängig von der NPD. Ich habe ja nichts mehr. Nein, würden Sie dann weiter auch bei der NPD Vorträge halten? Wenn sie verboten wird, natürlich nicht. Das ist ja klar, ich meine, agiere ich auch nur auf gesetzlicher Grundlage. Man möchte mir zwar schon vielerorts den Mund verbieten und es laufen da auch so ein paar Prozesse, da geht es doch nicht darum, das stimmt einfach nicht. Dieser Begriff Ausländerfeind ist ein hochgezüchteter Begriff. Ich bin auch nicht gegen Ausländer als solche, nur so wie das die hohe Politik gemacht hat bisher. Man kann schon sagen, hier und da, Überflutung unseres Volkes bei gleichzeitigem Abnehmen unserer Geburtenfreudigkeit, das ist der falsche Weg. Was ist denn für Sie ein Deutscher? Oder sagen wir mal ein Nicht-Deutscher? Grundgesetz zitieren und da steht natürlich drin, Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Und dazu möchte ich aber heute nicht mehr hier in der Öffentlichkeit sagen, das müssen sich alle selber fragen, ob sie wirklich der Meinung sind, dass jemand, der aus dem Senegal kommt, der von mir genauso viel wert ist wie irgendein anderer, der kommt 2-3 Jahre hierher, wenn sie dann die Frage so beantworten, dass der dann plötzlich ein Deutscher ist, dann ist das ihre Antwort. Das könnte meine Antwort zum Beispiel nicht sein. Wenn er jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist er für Sie ein Deutscher? Er ist deutscher Staatsbürger. Gehört zur deutschen Nation, wie Sie es definieren? Als Staatsbürger, selbstverständlich. Aber er gehört doch nicht der Ethnie Deutscher an. Das ist mittlerweile allerdings schon gar kein Diskussionspunkt mehr, weil das selbstverständlich ist, das sagt man, dass das so sei. Aber sehen Sie denn die Zukunft der Ethnie? Hat die eine Zukunft?
Die Zukunft von was? Der deutschen Ethnie, wie Sie das bezeichnen. Ja, die sieht nicht gut aus. Da sind auch die Deutschen selbst ein gehöriges Stück schuld dran. Natürlich kann ein Volk nur weiterleben, wenn es eigene Kinder hat. Und wenn sie das versäumt, dann wird, wie das die Naturgesetze sagen, da wo ein Vakuum entsteht, strömen andere Kräfte ein. Das ist in der Physik und weiß Gott wo überall so. In der Biologie, da haben wir alles mal in der Schule gelernt. Und so ist das auch hier. Und deswegen sage ich, auch das Volk selbst hat hier eine ganz große Schuld, dass es vielleicht eines Tages sogar notwendig sein wird, hier Massen von Menschen mit hereinzuholen, damit überhaupt bei uns die Wirtschaft weiterläuft. Und hier geht es auch bei meiner Kritik überhaupt nicht um die Menschen, die hier arbeiten, die hierher kommen, um eben teilhaben, die genauso wie arbeiten wie ein Deutscher am Fließband bei VW oder sonst wo, die wirklich ihr Geld verdienen für sich und für das Umfeld. Hier geht es mir um den Missbrauch unserer Sozialgesetze, dass hier wirklich diese sogenannten Armutsflüchtlinge auch willkommen sind. Und das hat die Politik von Anfang an, auch seit den 60er Jahren, falsch gemacht, dass sie mit diesen Sozialgeschenken hier praktisch die ganze Welt angelockt haben. Die SPD spricht in ihrem Programm von Rückführung von Nichtdeutschen. Also Menschen, die hier aufgewachsen sind, die hier leben, Kinder, die hier in die Schule gehen, sollen zurückgeführt werden. Das so pauschal kann man das ja sowieso nicht sagen. Das steht im Programm gut. Ich, wie gesagt, das ist das Programm der NPD. Aber deswegen würde ich die NPD jetzt nicht negativ sehen wollen. Es ist leider so, dass in Deutschland eine Partei überhaupt solch einen Namen haben muss, was in jedem anderen Land der Erde ganz selbstverständlich ist, das Patriotismus, Vaterlandsliebe. Und das, ich glaube, in Frankreich oder wo Sie hingucken, da ist die linkeste Partei rechter eingestellt als hier eine sogenannte Rechtspartei. Da ist eine kommunistische Partei immer auch patriotisch. Und das ist eben das Außergewöhnliche und das hat alles mit dem verlorenen Zweiten. Da haben wir eben in der Ansprache da gehört, ich weiß nicht, ob Sie zugehört haben, von den Jusos, die sagen, Heimat ist was Schönes, was Wichtiges. Die Frage ist nur, ob man Menschen aus Heimat ausschließt. Ja. Neue Heimat. Im Augenblick werden wir nationalbewussten Menschen ausgeschlossen. Wo wir hinkommen, da sind wir überall so etwas wie ein Aussätziger. Und wer einen aber dann mal irgendwann wirklich kennengelernt hat, ich habe ja auch so alle möglichen Zeitungen, die bei mir mal zum Interview kommen, die gehen alle ein bisschen anders wieder weg, als das, was ihnen vorher von dem bösen Wolfgang Juchum erzählt wurde. Ja, aber Sie verbünden sich ja hier mit Menschen, die auch, oder ja, unterstützen Sie, sag mal, dadurch. Aber auch in den heißen Jahren, Anfang der 90er Jahre, nach der Wende, als hier wirklich diese Heißspanne, als diese Kinnbewegung aufkam, was mich auch selbst angekotzt hat. Ich habe mein ganzes Leben, ich habe schon über 1000 Vorträge gehalten, zu allen möglichen Themen. Ich habe 30 fertige Vorträge zu allen möglichen Themen. Heute spreche ich über Finanzbetrüger mit Staatslizenz. Da gibt es einiges zu sagen, was Sie noch in keiner Zeitung gelesen haben. Und nicht. Sie bezahlen die Fahrtkosten alles selbst? Die Fahrtkosten lasse ich mir bezahlen, aber sonst nichts. Mein Auto hat jetzt über 430.000 Kilometer drauf. Und wer wird jetzt heute noch erwartet? Wer wird mit Ihnen reden? Bundesvorsitzende Holger Apfel. Der Bundesvorsitzende der NPD, Holger Apfel, kommt aus Berlin her, oder beziehungsweise aus Dresden. Und Sie kommen von wo? Aus der Nähe von Kassel. Im Schicksal von Rudolf Hess spiegelt sich das Schicksal unseres ganzen deutschen Volkes wider. Rudolf Hess, der engste Vertraute des Führers, der die geheimsten Wünsche und die geheimsten Gedanken Adolf Hitlers kannte, er tat in einer Schicksalsstunde des Abendlandes, was ihm sein Gewissen befahl. Einen würdigeren Anwärter für den Friedensnobelpreis gibt es nicht. Friedensnobelpreis für Rudolf Hess fordern wir heute. Damals, als das Deutsche Reich siegreich an allen Fronten versuchte, den Krieg zu beenden, die andere Seite aber mit allen Mitteln genau dies verhindern wollte. Da spürt Rudolf jetzt, dass nur noch eine spektakuläre Großtat Europa retten konnte. Rudolf jetzt und das gesamte Kabinett, Rudolf jetzt und die gesamte deutsche Reichsregierung waren sich damals einfach nicht bewusst, von welch abgrundtiefen deutschen Hass und welch abartiger Zerstörungswut die Hintermänner an den Schalthebeln der Macht, insbesondere in London und in Washington, getrieben wurden. Verkörpert Rudolf Hess jenes leuchtende Vorbild,
das uns im Kampf um die Zukunftssicherung unseres so vielfach betrogenen Volkes die Kraft zum Siege geben wird. Und dieser Sieg wird unser sein. Wir danken ihm für seinen Einsatz, für sein Opfer, für sein Vorbild. Ich danke Ihnen. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann meines Führers. Ich bereue nichts. Ja, ich bin Gärtnermeister Banze, Gründungsmitglied der NPD, war 4 Jahre im Kreistag und bin auch heute noch aufgrund meines hohen Alters noch aktiv. Gründer der NPD wo? Ja, damals in Karlsruhe wurde gegründet. Ne? Das ist ja, oh, ja bundesweit. Die erste Gründung. Ja, und was fasziniert Sie an der NPD, dass Sie so lange dabei geblieben sind? Ja, ich denke, die NPD ist die einzige demokratische Partei in Deutschland, die die Interessen unseres Volkes vertritt. Denn Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass die CDU und die SPD die Interessen des deutschen Volkes vertritt. Wir alle sind das deutsche Volk, alle Deutschen, 83 Millionen. Unsere Regierung vertritt doch nicht die Interessen des deutschen Volkes. Wenn die Bundeskanzlerin ein Eid leistet, zum Wohle des deutschen Volkes dienen, Schaden vom deutschen Volk abwenden und den Nutzen des deutschen Volkes mehren. Sagen Sie dann zu den Aussagen von Herrn Pasteurs, der zum Beispiel vom Judenstaat spricht? Vom Judenstaat? Das habe ich nie gehört, da kann ich nichts zu sagen, das ist Quatsch. Ne? Und da war ich dieses Jahr mit meinen Enkelkindern, denen habe ich die Heimat des Großvaters gezeigt. Ne? Und da bin ich durch Nordostpreußen gefahren, also Kaliningrader Gebiet. Seit Kriegsende ist das ganze Gebiet nie landwirtschaftlich bestellt worden. Das sind nur Baum- und Strauchwuchs von bis zu 10 Meter Höhe. So liegt das Land noch da. Zerschossene Ruinen. Und da habe ich die Leute gefragt, dann habe ich gesagt, naja, wieso ist das hier so, wieso wohnen so wenig Menschen hier und wieso wird das alles nicht in Ordnung gehalten? Da hat er gesagt, ja, das ist, die Leute wollen hier nicht wohnen, das ist deutsches Land und die Deutschen wollen das sicher eines Tages wieder haben. Da sage ich zu dem Mann, Sie vertreten die Interessen der deutschen Politik und unsere Regierung vertritt die Interessen russischer Politik. Das habe ich selbst erlebt. Aber Sie gehen auch bei Demonstrationen mit der NPD, wo dann zum Beispiel autonome Nationale mitgehen, die Gewalt anwenden? Nein, das ist nicht Ihre Sache. Nein. Das ist nicht mehr eine Sache. Ich meine, wie sehen Sie die Entwicklung, dass so junge Menschen, die rechts denken, doch mehr in die Gewaltschiene so abdriften? Naja, das sind diese Glatzen da und die Rechtsautonomen, nicht wahr? Wenn die NPD Regierungseinfluss hätte, dann würden wir die zuerst einsperren, denn das sind doch Kriminelle. Der muslimische Bundeskanzler in Deutschland, der ja, wenn die Entwicklung so weitergeht, eines Tages kommen wird, ein Gesetz zum Schutze der deutschen Minderheit einbringen wird, dann werden die Leute wissen, was sie falsch gemacht haben. Meinen Sie, ein Muslim kann kein Deutscher sein? Ein Muslim kann kein Deutscher sein, dann müssen Sie den Talmud lesen. Die Muslime bezeichnen die anderen Völker als Tiere. Ja, aber es ist doch eine Religion, kein Volk. Ja, aber das ist Religion, Religion, ja, Religion und das Gesetz und die Religion sind eins. Wir auch in Israel, nicht wie in Deutschland, aber wir haben ja Kirchen verschiedener Religionen und haben eben das Grundgesetz. Und das ist bei wir hatten ja auch vor 1945 hatten wir deutsche ist das Juden. Ein und dasselbe. Natürlich, das ist kein Problem. Warum soll es nicht Juden geben in Deutschland? Ja. Das, was in den Medien steht,
in der Regel, entweder steht die NPD nicht in den Medien oder wird totgeschwiegen. Wenn diese Herrschaften und andere, die gegen die NPD sind und die anderen Parteien, warum setzen sie sich mit der NPD nicht offensiv auseinander? Politisch auseinander, warum? Warum kriminalisieren sie die Leute? Wenn bei uns ein Mitglied Schornsteinfeger ist, verliert er seine Arbeit. Wenn ein NPD-Mitglied als Schreiber im Rathaus arbeitet, verliert er seine Arbeit.